Mit diesem Look hat Cate Blanchett am Donnerstagabend bei den Filmfestspielen in Venedig alle Blicke auf sich gezogen. Zur Premiere ihres Films Tar erschien die australisch-US-amerikanische Schauspielerin in einem schwarzen Samtensemble mit ärmellosem Korsettoberteil und einer Hose mit weitem Bein. Das Oberteil betonte nicht nur die schmale Taille der 53-Jährigen, sondern wurde mit einem kunstvollen Blumenbesatz am Dekolleté zum echten Hingucker. Blanchett ließ ihren eleganten Look von Schiaparelli samt handbemalten Blumen in Orange, Blau und Weiß ganz für sich sprechen und verzichtete bis auf kleine Glitzerohrhänger und einen Goldring auf Accessoires. Ihren blonden Bob frisierte sie sich zum Seitenscheitel und in leichten Wellen. Beim Make-up setzte sie auf etwas Mascara, Rouge und rosafarbenen Lippenstift. In dem Film von Todd Field spielt Blanchett die Hauptrolle der Lydia Tarr. Die erste weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters hat Probleme, ihr Berufs- und Privatleben voneinander zu trennen, und ihre Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Neben Blanchett sind unter anderem Nina Hoss, Noémie Merlant und Sophie Kauer zu sehen.